Wir fahren jetzt mal hier zu Expert. Ich hoffe, die haben da so eine richtige Halterung für die GoPro vorne. Ich habe mir das so richtig provisorisch rangemacht. Denn die alte Kameraperspektive hat mir nicht gefallen. Das war zu weit oben. Ich sah aus wie Tinky Winky von den Teletubbies. Das ist einfach nicht so eine gute Perspektive gewesen, fand ich. Und die alte, die Qualität vom anderen Video, die war nicht so gut, weil das nochmal gerendert werden musste. Weil ich hatte da gesagt, dass ich die Leute gerne zensieren möchte. Deswegen nochmal da ein Sorry von mir. Achso, dieses Piepen müsst ihr euch nicht wundern, das ist immer der Blinker. So. Leider gab es hier nichts. Und nicht nur es gab nichts, die haben einfach... Die Auswahl von Expert ist einfach nur... Also es ist jetzt das 20. Mal, dass ich da war. Und ich glaube, 20 Mal konnte man mir nicht weiterhelfen, einfach weil die... Ich habe das Gefühl, die verkaufen... Bei Expert kriegt man, glaube ich, noch so einen Fernseher mit SCART-Anschluss. So. So ist da die Modernität. Ich verstehe es einfach nicht. Ich sage zu ihnen, habt ihr was für die GoPro? Er sagt, nee. Wollen wir auch nicht mehr. Ich sag, oh, okay. So, als ob er auf GoPro sauer war. Ich sag, gut, alles klar. Er sagt, ja, dann hat er angefangen und sagt einfach, ja, weil oh, GoPro wollte mit uns nichts mehr zu tun haben und die wollen das ja lieber online verkaufen. Und ja, jetzt, weil das online nicht klappt, kommen sie wieder angeschissen. Aber dann wollen, jetzt wollen wir nicht mehr. So, dann sagen wir auch mal, da ist gut und so. Und ich denke mir so, okay, Bro. Ich denke nicht, dass das nicht läuft online mit GoPro, denn egal was ich suche, online ist immer die beste Methode, was sowas halt angeht. Man informiert sich halt, du guckst dir halt an, ey, was passt zu mir, was soll ich mir holen? Du schaust einfach auf YouTube, gibst ein, da wird dir das alles ausführlich erklärt und ich sag euch auch, und das ist no disrespect, 1000-mal ausführlicher als jeder Mitarbeiter von jedem Einzelhandel hier. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel, ich bin einer hier sehr, deswegen renne ich hier auch rum. Ich hätte mir das schon lange bestellen können. Ich suche nämlich diese Halterung hier für vorne, für... Was machen die denn da? Achso, okay. Ich suchte nämlich für vorne die Halterung. Jetzt habe ich mir so eine provisorische. Oh, nee, oder? Yeah, guys, look. So, sorry, es geht weiter. Meine App ist irgendwie mit der GoPro nicht mehr verbunden. Und deswegen dachte ich, die Kamera nimmt nicht noch auf. Aber tatsächlich nimmt sie noch auf. Das ist mir halt wichtig. Wo war ich stehen geblieben? Ja genau, ich nehme die Sachen halt selber gerne und fasse sie an und schaue, ey, wie sieht das aus? Direkt dranbauen, mitnehmen und fertig. Aber ich muss sagen, der Online-Markt ist einfach zu stark geworden. Es ist einfach zu stark. Es ist, der Einzelhandel hat da eigentlich einfach gefühlt keine Chance mehr. Und die müssen irgendwie mitziehen. Da müssen die halt selber jetzt viel wahrscheinlich online machen oder so. Oder machen die ja eigentlich auch schon. Aber ich weiß nicht, was bei Expert abgeht. Ich habe das Gefühl, Expert ist so ein... Ich habe das Gefühl, die wollen nicht mit in die Zukunft. Immer wenn ich da bin, auch bei uns, in Eckernförde gibt es einen. Ich weiß nicht wieso. Die haben meistens nicht so viel Ahnung von dem, was sie dort reden. Ich sage... Und ich meinte zu ihnen so... Okay, gut, ja, kein Problem. Also ich wollte eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen, aber er hat halt von alleine geredet. Ich hatte das Gefühl, er war ein bisschen sauer auf GoPro, ich weiß nicht warum. Oder eher sauer auf den Online-Markt. Dann sagte er, ab GoPro 8, da haben wir nicht mehr weitergemacht. Und es gibt schon die 11er. Wie lange gibt es schon die 9? Also wann haben die aufgehört quasi mitzuschwimmen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich will auch gar nicht so viel sagen. Ich sag nur, der Online-Markt ist, ja... Es ist zu facettenreich. Es gibt viel zu viel Auswahl. Es ist viel zu einfach, an seine Bestellungen zu kommen. Der Rückversand ist mittlerweile so easy peasy lemon squeezy geworden. Die meisten Leute brauchen einfach nicht auf ein Haus zu gehen. So, wir wissen, hier war das. Wir versuchen jetzt hier nochmal zum Mediamarkt zu gehen. Vielleicht haben die ja so eine Halterung. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, selbst die haben das nicht. Obwohl ich das in einem Mediamarkt, da war ich aber in Köln, da hätte ich es einfach mitnehmen sollen. Da hatte ich aber noch keine GoPro. Das ist das Ding gewesen und ich wollte halt gern alles zusammen haben. Wir versuchen das mal. Inshallah gibt es ja was. So, Mediamarkt hatte natürlich nichts. Die hatten aber wenigstens alle GoPros da. Von der 8er bis zur 11er alle. Die hatten auch Seitenhelmkamera, Seitenhelmhalterung, andere Zubehör für die Brust und so weiter. Die hatten sehr viel. Aber leider hatten sie nicht das, was ich gesucht habe. Ich habe das halt einfach provisorisch vorne ran gemacht. Es klappt jetzt zwar, aber ich habe das mit Kabelbinder und so gemacht. Und da die GoPro leider nicht hier mit meinem Handy verbunden ist, sehe ich nicht, wie das Bild ist. Und das ist halt tatsächlich ein bisschen nervig. Da fühle ich mich ein bisschen unsicher. Aber das ist egal. Ich denke, komm. Wir gehen mal hier, kann man hier den Roller waschen? Ja. Sollen wir mal den, weißt du was, regnet sowieso nachher. Aber machen wir ein anderes Mal. Drehen wir lieber ein paar Runden. So, fahren wir mal hier nach links, wo auch immer wieder, oder? Ja, komm, fahren wir hier einfach mal auf die Schnelle. Auf die Schnellstraße. Also der letzte Roller-Vlog ist ja wirklich sehr, sehr gut angekommen. Es freut mich auch, dass ihr so
Bock hattet, euch den reinzuziehen. Und da hatte ich halt gefragt, einfach auf was für Themen ihr Lust hättet. Ich weiß nicht, ich glaube, die Frage wurde nicht verstanden, weil irgendwie niemand so richtig darauf geantwortet hat. Aber ich muss sagen, wirklich, ich glaube, ich habe kein einziges Kommentar gelesen, was irgendwie negativ war. Deswegen hat mich das halt noch mehr motiviert, einfach wieder meine Sessions aufzunehmen quasi. Ich habe euch ja schon gesagt, ich bin schon wirklich nicht wenig mit Roller unterwegs. Ich bin tatsächlich viel mit dem Roller unterwegs. Hab's aber halt vorher nie aufgenommen, ne? Hatte halt nie irgendwie so richtig dran gedacht. Und mal gucken, wie viel fährt der Roller mit mir. Wir sind jetzt auf 80 km/h. Oh shit, mein Handy ist gar nicht fest, stark. So, jetzt. Aber die Halterung ist so gut, ne? Die ist so gut, die Halterung. Ich fahr ein bisschen langsamer. Wir können ja mal hier oben hier lang fahren. Hier ist irgendwo in der Nähe auch Mehmets Döner. Dann sind wir in diese, ne, so gut, hier ist ein Stoppschild. Halten wir mal kurz hier an. Also, ich sag mal so, dieses Wetter spielt eine ganz schön große Rolle, was Laune angeht. Opa. Dieses graue Wetter macht einen schon wirklich, wirklich, also for real, schlechte Laune. Was aber im Herbst schön ist, dass die Bäume, schaut euch mal so die Bäume an, dass die wiederum diese wunderschönen Farben noch geben, dass man dann nochmal so ein bisschen, ich sag mal, Glücksgefühle bekommt. Das ist aber nicht einfach, echt. Man schaut nach oben, man sieht das Wetter und man hat schon keine Lust auf gar nichts so gefühlt. So, alles frei. Bismillah. Ups, wir fahren mal hier rechts. Mal schauen, was da ist. Wir drehen jetzt einfach mal so ein paar Runden. Ich erkunde somit einfach auch mal hier die Gegend. Mal schauen, was hier so in der Nähe abgeht. Es gibt hier wirklich coole Gegenden, muss ich sagen, ja. Oh, was ist das denn hier? Heider. Das war wohl anscheinend hier Footlooker für Buxtehude. Oh, die Bushaltestelle, stark. Ja, genau, richtig. Also das Wetter spielt eine große Rolle. Ich hatte aber trotzdem so heftig Lust, einfach den Roller rauszupacken und eine Runde zu drehen. Und da ist noch einer. Der macht, glaube ich, gerade den Führerschein, oder? Der macht den Führerschein gerade, ja. Also glaube ich, der hat eine Weste an und vor ihm ist so ein Golf. Aber nee, eigentlich ist hinter ihm der Wagen. Nee, der macht keinen Führerschein. Der macht keinen Führerschein. Der will einfach nur gesehen werden nachts oder abends oder so. Ich überlege mir, eine neue Maschine zu holen. Ich überlege mir wirklich eine 125. Oh, es regnet. Oh, ich überlege mir eine 125er zu holen, die einfach ein bisschen mehr Power hat. Die hat jetzt hier das, was ich jetzt fahre, Opa. Ja, das war noch kirschgrün. Ich überlege mir eine 125er zu holen, die so 15 PS hat. Aber das Problem ist, ich habe wirklich keinen Bock auf Schalten. Ich habe keine Lust zu schalten und das ist mein Problem. Ich weiß nicht, für die Roller fahren oder so. Die Leute, kennt ihr das? Ah, jetzt habe ich mal was. Kennt ihr das? Die Motorradfahrer gegenseitig, die winken sich. Mir wurde immer gewunken, als ich mit dem Motorrad durch die Gegend gestreift bin. Mir wurde immer gewunken. Aber wenn du mit einem Roller unterwegs bist, dann winkt dir niemand. Das ist, weil ich mal gehört habe, dass die sagen, ja, mit einem Motorrad ist Hobby und mit einem Roller fährst du, weil du es halt musst. Und das ist das schlechteste Argument, was ich mein Leben je gehört habe. Ich habe einen Motorradführerschein, ich kann Motorrad fahren, ich habe alhamdulillah das Geld für ein Motorrad und ich will trotzdem kein Motorrad, weil ich keinen Bock auf Schalten habe. Also vielleicht versteht ihr mich da. Das Einzige, warum ich jetzt überhaupt mir überlege, ein Motorrad zu holen, ey, das ist doch Fahrschule. Das ist doch Fahrschule. Das ist doch Fahrschule. Alter Schlawiner. Warum ich mir überlege, ein Motorrad zu holen, ist wirklich nur, damit ich ein paar mehr PS mehr habe. Das war's. Wegen dem Schalten nicht, wegen dem Komfort nicht. Roller ist einfach King. Meiner Meinung nach. Ich habe mit 14 damals die Prüfbescheinigung gemacht. Bin schon wie ein King in die Schule mit Roller gefahren, mit 14. Okay, ich bin auch schon ein bisschen vorher Roller gefahren, aber mit 14 bin ich offiziell, durfte ich in die Schule damit fahren mit meiner Prüfbescheinigung. 25er, Mofa, Beste. Dann kannst du mit 16 den A1-Führerschein sogar machen. Weiter mit Roller fahren, wenn du willst. Du kannst mit einem Autoführerschein einen 50er Kubik fahren mit Motorrad, Motorroller. Dann kannst du, wenn du einen Führerschein hast, und das ist jetzt wichtig, hör zu, das habe ich auch gemacht, ich habe den B196 gemacht. Das heißt, ich darf bis 15 PS 125er fahren. Das ist einfach cool. Ich hab, glaube ich, damals, als es neu rauskam, habe ich direkt gemacht, weil ich ja Zweirad liebe. Habe 500 € bezahlt und habe direkt... Ah, guck mal, hier rechts geht's wieder nach Buxtehude. So. Führerschein? Ja. Viel Erfolg. Du hast mich mitgenommen? Ach so, hast fertig? Ja, ehrlich jetzt? Stark, Glückwunsch. Fährst du 125er? Und bald offen? Ja, fahr vorsichtig, ne? Hau rein. Okay, scheiße, jetzt habe ich ihn schon tschüss gesagt und wir stehen immer noch beide zusammen hier. Das ist so unangenehm, ich bleib jetzt hier. Ich glaube, der wäre sogar noch netter zu mir gewesen, hätte ich ein Motorrad.
Nein, der war sehr korrekt. So, wir fahren jetzt auf schnelle Welle hier lang. Aber, verdammt, ich habe den Faden verloren. Aber dafür haben wir ein cooles Gespräch gehabt. Sehr netter Typ. Ich hätte halt Bock wirklich auf ein bisschen mehr PS, ein bisschen schnellere Gurke, aber ich habe kein Interesse zu schalten. Und wenn ich mir diese Roller hole mit 15 PS, wisst ihr, was die kosten? Das ist einfach nur respektlos, was die kosten, die Dinger. Ich habe geschaut, die kosten 4.000 Euro. Ein Roller, weil er 15 PS hat. Das ist halt auch ein bisschen größer und ich will nicht mal größer. Ich habe nicht mal Interesse daran, so eine Weltreise. Ich will ja nicht die Road 66 entlang cruisen. Ich will einfach nur ein bisschen cruisy machen auf den Streets. ja, und das war's. Mehr möchte ich gar nicht. Ist in dem irgendwas Krasses? Nee, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich höre hier irgendwie so einen lauten Motor. Das ist wahrscheinlich meine krasse 125er. Ja, die Leute haben gesagt, mach doch mal einen Rollervlog mit der Mr. Bitcoin-Stimme. Ich finde das etwas kringe, Hermanos, also schon etwas unangenehm, aber vielleicht kommt das ja gut zum ASMR. Wie heißt das? ASMR. ASMR. Nein, ASMR. ASMR. ASMR, pendejo de mierdas. Ich habe auch letztens gesehen, wirklich, die Soundquali ist wirklich sehr, sehr gut. Oh, gerade was ins Dings geflogen. Die Soundquali ist sehr, sehr gut. Ich bin wirklich zufrieden. Alhamdulillah. Und ich bin auch zufrieden, dass ich dieses Mikro gekauft habe. Cuxhavener Straße, Krankenhaus und ich glaube hier lang. Dass wir das Mikrofon gekauft haben, was halt sehr, sehr teuer ist. Mir hat Moji eins geschickt, ein Mikrofon. Das hat so einen Zehner gekostet. Ich hatte aber keine Lust zu bestellen. Habe ich danach gefragt, ob es aber Mediamarkt gibt. Gab es nicht. Dann habe ich nach einem anderen gefragt, nach einem guten, bla bla bla. Dann habe ich halt das hier genommen. Und das hat 80 Euro gekostet. Da dachte ich, boah, 70 Euro Unterschied. Das ist schon viel. Das ist schon sehr viel. Ja, und im Endeffekt dachte ich mir, komm, ich teste das und ich kann es eh absetzen. Das ist ja dann im Endeffekt auch irgendwo quasi auch für die Arbeit. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe wirklich, unter den Kommentaren waren wirklich sehr positive Feedbacks bezüglich Ton und Qualität. Aber wie gesagt, mit der Qualität, das Video wird hier inshallah besser, was die Bilddings da angeht. Bildqualität, weil wegen ist so. Nein, weil mein Cutter das nochmal rendern musste, weil ich die Leute zensiert haben will. Okay, ich weiß absolut nicht, wo ich bin. Ich bin aber hier schon, glaube ich, in Buxtehude. Ah ja, hier ist der Bahnhof. Ja, natürlich. Natürlich, hoppala. So, hier ist der Bahnhof, hier ist Metze. Was ist der Metze? Ja, so chillen die Leute hier. Hier ist jetzt 21.02 natürlich. Mit der bin ich immer früher zur Schule gefahren als Kind. Nein. Nächstes Mal, wenn ich meine richtige Helm, weil Chat, also ihr wisst nicht, wie ich gerade fahre, ne? Ich habe den Helm nur halb auf. Mein Mund hängt fast aus dem Helm raus, damit das so ist. Weil wenn ich den Helm richtig aufsetze, ne? Schaut mal, wie das denn ist. So habe ich den Helm jetzt richtig auf. Und ich wette mit euch, den könnt ihr nicht sehen. Und deswegen brauche ich die richtige Helmhalterung und nicht eine, die ich mir selber gebastelt habe. Ich bin froh, dass es trotzdem irgendwie geklappt hat. Und trotzdem würde ich halt gerne eine richtige Helmhalterung haben, damit ich den Helm auch natürlich richtig anziehen kann, denn ich fahre zwar noch kein Motorrad, aber man sollte das niemals unterschätzen, Chat. Ich habe mich schon auf meinen Hintern gelegt, als ich mit einer 25er war und das war schon heftig. Du kannst dir da einiges brechen und ich will inshallah niemals wissen, wie es ist, mit 125 hinzufallen. Ich hoffe, ihr werdet auch, also inshallah werdet ihr auch alle von sowas bewahrt. Ich war damals Taxifahrer, Chat. Habe ich euch erzählt. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Und ich habe viele Krankenfahrten gemacht und ich werde mich immer noch an einen Menschen erinnern. Das ist ein jüngerer Mann gewesen. Ja moin, ich bin ja auch schon 40. Oder 50 besser gesagt. 40 ist ja auch noch stabil jung. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr 40 seid, mashallah. Alles gut, habt keine Angst vorm Älterwerden. Ich habe gestern zufälligerweise Madonna gesehen und ich habe mich erschrocken, wie heftig ein Mensch haben kann, Angst haben kann, älter zu werden. Lasst euch drauf ein, das ist der Lauf des Lebens. Es ist was Schönes, älter zu werden. Es kann was Schönes sein, älter zu werden. Ich freue mich irgendwie aufs Älterwerden, auch wegen meinen Kindern. Ich will sehen, was sie machen, was sie reißen. Ich will mit denen chillen, ich will mit denen alles machen. Ich will mit meiner Frau dann chillen, einfach so. Ja, jetzt haben wir 5 kleine Kinder, das ist immer Radau, aber coole Radau bei uns zu Hause. Also, er hat mir eine Geschichte erzählt, beziehungsweise ich habe ihn gefahren, ich habe den jungen Kerl gefahren ins Krankenhaus. Er musste zu, das war damals Uniklinik weiß ich noch, nein, Medusa Krankenhaus in Kiel bei uns, okay? So,
Medusa-Krankenhaus war das bei uns. Und der hat mir erzählt, der geht gerade zur Reha, weil er einen richtig heftigen Motorradunfall hatte. Er konnte seinen Arm nicht ganz bewegen. Dann dachte ich so, krass, und so Arm nicht bewegen und so heftig und so. Ich sag, wie ist das denn passiert? Er sagt, er hat einen heftigen Motorradunfall. Wisst ihr was, das ist Nasib, ich muss jetzt das Ding hier waschen. Er hatte einen heftigen Motorradunfall und der Arzt hat gesagt, dass er nie wieder laufen wird. Ich sag, aber du läufst doch. Er sagt, ja. Ein halbes Jahr später habe ich geschafft, durch Reha und durch Kampfgeist wieder laufen zu können. Er sagt, jetzt ist nur noch mein Arm dran. Und daran arbeiten wir gerade. Ich war irgendwie traurig und glücklich, weil er im Endeffekt noch geschafft hat, doch wieder zum Laufen zu schaffen. Und ja, dann habe ich einen fetten, fetten Respekt noch mal mehr vom Motorrad bekommen, weil ich dann so hautnah diese Geschichte miterlebt habe. Oder, gehört habe von der betroffenen Person selber. Und das ist unglaublich. Deswegen, man muss da sehr, sehr aufpassen. Lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig. Ja, und gute Genesung für alle, die durch irgendwie so einen Unfall oder so verunglückt sind. Das kann nämlich ein sehr, sehr krasser Schicksalsschlag sein. Verdammt nochmal, wir haben kein kleines Geld. Verdammt nochmal, wir haben kein kleines Geld. Okay, gut. Wir machen das so. Nächstes Mal gehen wir vorbereitet daran. Habt ihr nächstes Mal Bock, vielleicht den Roller zu waschen? Also ihr sollt ihr nicht für mich waschen, ich mach's selber. Vielleicht hole ich dann so ein bisschen die Sachen raus, wir waschen ein bisschen, talken ein bisschen. Und dann, wo würdet ihr gerne sehen, wo ich ein bisschen langcruise? Ich würde gerne ein bisschen weiter weg. Das war jetzt wieder so eine 0815-Runde, aber ich hoffe, es hat euch so allgemein gefallen. Rewe ist hier? Okay, na gut, muss ich gleich über Navi irgendwie. Ich kenne mich halt noch nicht so gut aus hier leider, weil ich immer nur in Kiel unterwegs bin. Aber auf jeden Fall, ich wünsche euch das Beste vom Besten. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall, inshallah. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, Kakao.